Hi! Erstmal, bevor ich dieses Video anfange, es ist so unglaublich heiß. Es sind 39 oder 40 Grad und ich sterbe. Auf jeden Fall geht es heute los. Ich habe nur noch ein paar Stunden, um zu packen. Das meiste habe ich die letzten Tage schon gepackt, aber ja, jetzt werde ich es fertig machen. Und dabei nehme ich euch natürlich mit und zeige euch mal, was ich alles so mitnehme für eine dreimonatige Reise. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht so wirklich, was ich an Klamotten einpacken soll, weil das Wetter in England und Schottland ist ja auf jeden Fall kühler als hier, aber es kann halt auch sehr wechselhaft sein. Also, dass es einen Moment warm ist und im anderen ist es kalt und regnet. Und ja, deswegen nehme ich auf jeden Fall nicht so viele Sommersachen mit, aber das werdet ihr jetzt gleich alles sehen. Bei manchen Sachen, die ich mitnehme, werden manche Leute vielleicht denken so, warum nimmst du das mit? Aber ja. Ich zeige es euch einfach mal. Das hier ist der Koffer, den ich nehmen werde. Den habe ich quasi secondhand bekommen. Meine Mutter hatte sich einen neuen geholt und brauchte den nicht mehr, was für mich sehr praktisch war. Und ja, der ist relativ klein, also ist noch Handgepäckgröße. Und ja, da habe ich jetzt schon ein paar Klamotten drin. Die werde ich jetzt allerdings noch mal rausnehmen, um sie euch zu zeigen. Hier habe ich einfach Unterwäsche drin. Das werde ich aber gleich auch anders einpacken. Und ja, also das sind alle Klamotten, die ich mitnehmen werde. Ich bin mir nicht sicher, ob das reichen würde oder ob das die richtigen Sachen sind. Ja, aber das wird sich dann zeigen. Eigentlich bin ich sehr zufrieden mit dieser Auswahl. Außerdem nehme ich zwei Paar Schuhe mit, und zwar einmal Sandalen, mit denen werde ich heute auch losfahren. Und dann Sneaker, die werde ich dann morgen Mittag, Nachmittag, wenn wir ankommen, anziehen, weil es dort halt nicht mehr so warm sein wird wie hier. Beziehungsweise morgen wird es hier, glaube ich, auch nicht mehr so warm sein. Und ja, die Klamotten zeige ich euch dann gleich. Dann gehen wir jetzt erstmal zu den Sachen, die nicht Anziehsachen sind. Als erstes mal hier unten habe ich meine Kosmetiksachen. Hier in dem Beutel sind alle möglichen Sachen drin. So Rasierer, Puder und so, ja, Gesichtsreinigung und sowas. Dann nehme ich meine Gesichtscreme mit, Shampoo und Seife und natürlich mein wiederverwendbares Abschminktuch. Ich denke, das ist eigentlich jetzt nicht so super interessant, was ich da mitnehme. Dann ein paar Elektroniksachen. Das ist das Ladekabel für meinen E-Book-Reader, Ladekabel für die Kamera und ein Banking-Gerät nehme ich auch mit, da ich immer so ein bisschen Geld hin und her schieben muss. Auch super, super wichtig, meine B12-Tabletten. Ich glaube, genau das gleiche habe ich letztes Jahr auch bei einem Pack-Video gesagt. Das hier ist ein noch leeres Notizbuch. Das möchte ich so als Reisetagebuch benutzen. Und ich führe ja auch ab und zu immer so ein tägliches Tagebuch, wo ich mir jeden Tag so ein paar Fragen stelle. Und ich wollte jetzt nicht super viele Bücher mitnehmen, deswegen werde ich das dann alles hier drin machen. Dann nehme ich ein Accessoire mit, und zwar dieses Stirnband. Das mag ich einfach super gerne. Ist auch super, falls es mal irgendwie was windiger und kühler sein sollte. Vielleicht jetzt eher noch nicht jetzt, aber vielleicht so im September und Oktober. Außerdem nehme ich ein Bikini mit. Ich würde ganz gern an den Strand irgendwie, aber ich weiß nicht, ob das klappen wird. Aber selbst wenn nicht, vielleicht geht man mal ins Schwimmbad oder so. Und dann kommen wir zu zwei Sachen, wo manche Leute vielleicht denken, warum? Und zwar habe ich einmal eine Faszienrolle, die habe ich noch ganz neu, die habe ich diese Woche bestellt, beziehungsweise die ist diese Woche angekommen. Und die ist aus Kork und relativ schwer, die wiegt, glaube ich, 2 Kilogramm. Aber ich habe die jetzt diese Woche jeden Tag benutzt und ich liebe es einfach so sehr und ich will sie einfach mitnehmen und deswegen kommt sie mit. Und außerdem habe ich mir eine Reise-Yogamatte bestellt. Dazu werde ich eventuell in einem anderen Video ein bisschen mehr sagen. Das ist so eine super dünne Matte, die man halt auch so einfalten kann und die wiegt nur 1 Kilogramm. Also sehr leicht und handlich im Vergleich zu anderen Yogamatten. Hier drüben sind die Sachen, die ich mit in den Bus bzw. in meinen Rucksack oder meine Handtasche nehmen werde. Und zwar einmal mein E-Book-Reader und mein Laptop. Die möchte ich einfach bei mir haben. Einmal zur Unterhaltung und außerdem auch, ich weiß nicht, falls irgendjemand irgendwie seinen Koffer verwechselt oder so, möchte ich die Sachen einfach bei mir haben. Dann natürlich mein Handy-Ladekabel. Das Laptop-Ladekabel kommt aber nicht hier rein. Das kommt auch mit in den Koffer. Das gleiche gilt auch für meine Maus. Dann natürlich meine Trinkflasche. Außerdem noch ein paar In-Ear-Kopfhörer, Labello und mein Portemonnaie. Und noch eine große Sache, die ich mitnehme, meine Ukulele. Da möchte ich ganz, ganz viel mitspielen und eventuell möchte ich auch ein paar Songs schreiben. Das wäre wirklich toll, wenn ich das jetzt langsam mal hinbekomme. Und ja.
Deswegen muss die auch auf jeden Fall mit. Das ist jetzt vielleicht nicht super minimalistisch, aber ich möchte die Zeit einfach nutzen, gerade um solche Sachen auch zu machen, die ich hier irgendwie nicht so mache. Also Sachen, die ich immer machen möchte, aber die ich irgendwie nicht tue. So wie mehr Musik machen oder auch mehr Yoga machen und einfach ja, mehr Zeit für die Dinge nehmen, die ich ein bisschen vernachlässigt habe in der letzten Zeit. Und dann räume ich diese Sachen jetzt mal ein bisschen auf Seite und zeige euch die Anziehsachen, die ich mitnehme. Also, das ist jetzt die Kleidung, die ich mitnehme. Ich habe mich einfach so ein bisschen daran orientiert, was ich so die letzten Wochen angezogen habe, als es meistens so 20, 25 Grad so um den Dreh waren. Und dann habe ich noch ein paar Teile genommen für wärmeres Wetter und ein paar für kälteres Wetter. Mir ist meistens total warm, deswegen wundert euch nicht. Ich nehme nur einen Pulli mit und ein Langarm-Shirt und einen Cardigan. Sonst habe ich eigentlich nur kurze Sachen, weil mir wirklich immer warm ist. Also hier drüben haben wir die Hosen. Ich habe einmal diese lockere hier mit, einfach so zum Chillen und Yoga machen. Dann habe ich eine Sporthose, also so eine Leggings. Die ziehe ich aber auch immer ganz normal einfach so an. Dann noch eine lange Hose, und zwar so eine dickere, also im Prinzip so eine Jeans. Und dann eine lange schwarze Leggings. Passt einfach so zu allem. Und die ist auch ein bisschen wärmer als die andere. Und dann habe ich auch eine kurze Hose. Ich denke nicht, dass ich die sonderlich oft brauchen werde, aber jetzt gerade ist es zumindest noch warm. Hier drunter habe ich dann ein paar Kleider. Da nehme ich 3 Stück mit. Das hier echt so, wenn es richtig warm ist. Dieses Kleid hier ist super. Das trage ich auch immer im Winter, weil es einfach ein bisschen aus einem dickeren Stoff ist. Und falls es mal kühl ist, kann man einfach ein Cardigan drüber werfen und eine Strumpfhose dazu anziehen. Und deswegen nehme ich das auf jeden Fall mit. Und dann noch ein Kleid, wenn es warm ist. Das habt ihr ja jetzt auch schon in anderen Videos gesehen. Hier drüben habe ich dann meine Tops. Das hier ist so ein Sport-BH-Top. Das trage ich meistens so zu Hause oder auch, falls ich mal Sport machen möchte. Dann noch ein kurzes Top und dann noch 2, 3 längere. Und zwar einmal ein ganz normales und dann noch 2 Bodies. Das sind eigentlich so die Sachen, die ich meistens anziehe. Also wenn das Wetter so ein bisschen kühler ist, ziehe ich eigentlich einen Top an. Einfach mit einer Leggings. Und falls es dann noch kälter ist, kann man einfach ein Cardigan oder einen Pulli drüber anziehen. Und ja, damit komme ich, denke ich, ganz gut aus. Und dann habe ich aber auch noch 3 T-Shirts, obwohl ich sehr selten T-Shirts anziehe. Das hier ist hauptsächlich zum Schlafen, das ist einfach so zum Abchillen. Und dann habe ich halt noch eins, falls ich irgendwie noch eins brauche. Und das sind auch schon alle Klamotten, die ich mitnehmen werde für 3 Monate. Viele werden jetzt bestimmt sagen, damit wirst du nicht auskommen. Und vielleicht haben sie damit recht, ich weiß es nicht. Es wird sich zeigen. Und was ich noch habe, sind die Sachen, die ich heute Abend anziehen werde. Einmal eine kurze Hose, dann meine Jacke. Ich muss gerade überlegen, mir fehlt noch ein Oberteil. Ich denke, ich werde dann eins von diesen T-Shirts nachher anziehen. Und dann habe ich noch dieses Hemd hier, das, ich weiß noch nicht, entweder ziehe ich doch das nachher an und packe die Jacke ein oder ich mache es andersrum. Mal gucken. Ich denke aber, ich packe das Hemd ein. Und dann packe ich die ganzen Sachen jetzt mal in die Tasche und gucke, ob alles reinpasst. Das größte Problem ist die Faszienrolle. Die nimmt schon echt viel Platz weg. Also eben hatten die Sachen ja so richtig perfekt reingepasst, aber die Rolle ist einfach zu hoch. Deswegen muss ich das alles jetzt ein bisschen umräumen. Aber ich denke, es wird eigentlich ganz gut passen. Nein, die Faszienrolle ist zu dick. Oh, passt ja. Yay! Oh mein Gott, es hat tatsächlich alles reingepasst. Ich bin bereit. Und mal schauen, ob ich den noch hochbekomme. Oh, okay. Er ist schon sehr schwer, aber
passt. Ich kann es kaum glauben, aber es hat tatsächlich alles reingepasst. Also auf dieser Seite habe ich jetzt immer noch die Anziehsachen. Allerdings habe ich den einen Pulli jetzt so drüber gelegt, weil es sonst ein bisschen zu voll war. Hier habe ich jetzt einfach das Tagebuch, dann das Haarband und mein Abschminktuch. Die Yogamatte liegt einfach so da drüber. Die Unterwäsche habe ich in diesen Beutel getan, damit einfach nicht alles so kreuz und quer durch die Gegend fliegt. Und ja, dann habe ich hier die Kabel und was halt noch sonst so an Kleinkram irgendwie angefallen ist. Und tatsächlich funktioniert das mit der Rolle auch ganz gut. Also die Sachen drücken sich dann einfach so ein und dann, ja, geht es trotzdem noch zu. Das Einzige, was ich jetzt noch hoffe, ist, dass mein Laptop hier auch noch drauf passen wird. Aber ich glaube, das müsste eigentlich gehen. Hier ist eigentlich noch ein bisschen Platz. Und was mir jetzt gerade hier nebenbei auffällt, das sieht voll aus wie ein Fleck irgendwie. Auf der anderen Seite ist es genauso, aber das gehört zum Design. Ich weiß auch nicht, was es darstellen soll, aber da sind irgendwie diese zwei Punkte drauf. Und ich melde mich jetzt nochmal zurück. Ich bin jetzt inzwischen schon in England angekommen. Irgendwie habe ich es total verpeilt, nachdem ich den Koffer gepackt habe, noch ein Outro zu drehen. Und ja, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Sagt mir mal gerne, was ihr davon haltet, ob ihr denkt, dass ich noch irgendwas vergessen habe oder ob ihr findet, dass ich viel eingepackt habe oder wenig. Ich kann jetzt nach ein paar Tagen noch nicht wirklich ein Fazit dazu geben, ob ich jetzt die richtigen Sachen eingepackt habe. Aber das werden wir dann die nächsten Wochen sehen. Und ja, dann war es das jetzt für heute. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Das habe ich schon mal gesagt. Auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Video. Tschüss!